Das hier ist, glaube ich, ja auch nicht so ganz. Schauen wir vielleicht hier hinten mal nach. Ein bisschen was an Schrott ist noch da, immerhin. Achtung, Bürger von Dunwall. Aufgrund der gestiegenen Zahl infizierter Ratten wird vor dem Aufenthalt in unbewohnten Gebäuden gewarnt. Ja, muss ich mal gucken, wo Emily ist. Im Moment finde ich sie tatsächlich gerade nicht. Ah, genau, das ist wohl die verlassene Wohnung, die sie meinte. Vielleicht schauen wir da gerade mal. Hinweise. Über ihrem Bett hat Cecilia einen Schlüssel versteckt. Wohnt die auch hier in diesem Schlaf-Dings drin? Achtung, Bürger von Dunwall. Beachten Sie, dass die Plünderung evakuierter Gebiete ein ernstes Vergehen ist, das von wachhabenden Offizieren umgehend bestraft wird. Zeigen Sie Ihren Stolz auf Dunwall, indem Sie Eigentum und Rechte anderer in diesen schweren Zeiten respektieren und bewahren Sie die zeitlose Schönheit unserer herrlichen Stadt. Tja. Ich muss mal, glaube ich, irgendwann mal rausfinden, wo die überhaupt schläft. Du hast nichts mehr zu erzählen gerade. Dann geht's jetzt doch mal ins Bett. So, sehr schön. Dann mal gute Nacht, lieber Corvo. Zeit zum Ausruhen. Corvo, aufwachen. Du hast lustige Gesichter im Schlaf gemacht. Ich habe beschlossen, hier bei dir zu schlafen, während Callista gebadet hat. Sie sagt, dass ich bei Ärger immer hierher kommen soll. Ja, du kannst gern hierbleiben, wenn du willst. Callista holt mich, wenn sie aus dem Bad kommt. Danke, Corvo. Es geht mir schon besser. Ah, sie badet also? Oh, cool. Corvo, hier ist ein Bild, das ich dir gemalt habe, ohne diese gruselige Maske. Oh. Ja, schön. Na, Mr. Sokolov hat sich wohl erholt. Er hat gut geschlafen und besitzt einen gesunden Appetit. Wer tut das nicht? Da ist gerade nix. Sind die wieder zurück hier, die Pendelns? Ja, die warten wahrscheinlich alle schon unten.
Ich weiß, wie das aussieht. Ich erfinde ein neues Schloss. Die Stifte sehen aus wie Schneeflocken. Natürlich gibt es kein Schneeflockenschloss. Ich habe nur geschaut. Durch das Schloss. Ja, es sollte eben niemandem hinterher spionieren, Piero. Sie darf es niemals erfahren. Ich weiß, Sie sind ein Ehrenmann und Sie können mich jederzeit töten. Aus beiden Gründen entschuldige ich mich und bitte Sie untertänigst um Ihr Schweigen. In schweren Zeiten respektieren und bewahren Sie die zeitlose Schönheit unserer herrlichen Stadt. Ja, was hat er sich denn da angeguckt? Ah ja. Ja, am Baden, die Gute. Überraschung. Können Sie nicht sehen, dass ich ein Bad nehmen will? Vielleicht sehen Sie sich nach Gesellschaft. Corvo, unter anderen Umständen würden mir Ihre Annäherungsversuche sicher schmeicheln. Aber Ratten, Seuche und Tyrannei können einem die Laune verderben. Ja, passt schon. Ja, dann viel Spaß. Würde ich es weiter baden. Lady Emily wollte sich in euer Quartier schleichen, während Sie geschlafen haben, Sir. Sie hatte aber nichts Böses im Sinn. Ich habe halt immer noch keine Ahnung, wo ihr euer Dings habt. Die mit den Harponieren haben wir. Achtung, Bürger von Dunwall. Ab sofort muss Wasser aus öffentlichen Brunnen oder aus dem Fluss abgekocht werden. Jeder, der unbehandeltes Wasser getrunken hat, muss der Stadtwache gemeldet werden. Ja, komm, dann reden wir mal noch eine Runde. Hoffentlich kooperiert Sokolov. Ich hoffe, er würde noch einmal mein Porträt malen. Dann nur mich. Vielleicht ergibt sich ja noch was. Kaiserlicher Arzt, ich glaube, Sie kennen Corvo noch aus früheren Zeiten. Allerdings weiß er, was Loyalität bedeutet. Ich bin mir selbst loyal. Ihr jedoch verkehrt mit dem meistgesuchten Mann des Kaiserreiches. Ich glaube, Corvo hat mit dem Tod der Kaiserin nichts zu tun. Der Meisterspion, oder der Lordregent, wie er sich jetzt nennt, ist ein skrupelloser Tyrann, der diese Stadt zerstören will. Das Herz des Kaiserreichs. Sie irren, wenn Sie glauben, ich wäre ein Freund des Lordregenten. Was auch Ihr Plan ist, Ihre Abschreckungstaktik funktioniert bei mir nicht. Wenn ich es nicht schaffe, Sokolov, dann vielleicht diese Ratten. Selbst ohne die Seuche im Blut habe ich gehört, dass Ratten ein Kind in einer halben Minute bis auf die Knochen abnagen. Und Schlimmeres, wie lange bevor sie reden? Bis sie betteln zu reden? Ratten? Sind das jetzt Ihre Freunde, Admiral? Es sind Ihre Freunde, die uns interessieren, Sokolov. Sie haben ein Bild der Geliebten des Lordregenten gemalt. Der Edelfrau, die mit ihrem Vermögen das Militär finanziert. Sie ist der Schlüssel zur Kontrolle des Lordregenten über die Stadt. Und wir wollen ihren Namen. Es tut mir leid, Admiral. Ich kann Ihnen nicht helfen. Ja, vielleicht können wir was reißen. Sie sind Teil dieser Unruhen, doch. Ich weiß, dass Sie Ihre Gründe haben. Ja, in der Tat. Alles, was wir brauchen, ist der Name der Geliebten des Lordregenten. Mehr nicht. Den werde ich Ihnen nicht verraten. Sie müssen die Worte schon aus mir rauszwingen, doch ich warne Sie. Meine Willenskraft ist legendär. Vielleicht finde ich ein Bestätigungsmittel für Sie, Sokolov. Eine merkwürdige Strategie. Mit der ich einverstanden bin. Überlasse ich ihn. Aber wenn sie die Befragung Sokolovs ermüdet,
sollten Sie von seinem legendären Durst nach King Street Brandy wissen. Piro hat wohl eine Flasche. Es könnte helfen. Wenn gut nicht, zu wissen. Rufen Sie mich, wenn es spannend wird. Holen wir mal ein King Street Brandy mit. Jeder weiß, dass Sokolov praktisch süchtig ist nach einem seltenen Likör namens King Street Brandy. Er schmeckt abscheulich, aber zufällig besitze ich eine Flasche. Es widerstrebt mir nur, sie ihnen für Sokolov zu geben. Sie war nicht billig. Ein teures Getränk, eine Mischung aus seltenen pandysianischen Gewürzen und einem Tropfen Walöl. Würden Sie sie vielleicht kaufen wollen? Klingt aber ehrlich gesagt nicht so lecker. Aber gut. Sokolov ist ein möglicher Verbündeter. Ich nehme den Brandy. Dann mal hier damit, bitte. Ich meine, Geld haben wir ja. So. Bolzen voll und Verbesserungen keine, die ich im Moment brauche. Schau mal, was er zur Bestechung sagt. Ich bin nicht dagegen, ihn für eine Weile gefangen zu halten. Er hat ja den Lordregenten unterstützt. Aber es ist schade. Ich fand ihn immer sehr charmant. Ich könnte einen Drink vertragen. Naja, ich habe hier eine Flasche King Street für Sie. King Street Brandy? Ich dachte nicht, dass es noch welchen gäbe. Ein außerordentliches Geschenk. Ich habe es mit Männern mit Geschmack zu tun. So viel kann ich Ihnen sagen. Sie wurde immer Lady Boyle genannt. Ich habe sie gemalt, aber sah weder ihr Gesicht noch hörte ich ihren Vornamen. Sehen Sie, denn ich malte eine Rückenansicht. Sie ist dennoch ein wirklich unglaublicher Anblick. Aber ich weiß nicht, welche Schwester sie ist. Sie sollte mir heute Abend auf einem Maskenball zu ihren Ehren vorgestellt werden. Ein Termin, den ich jetzt wohl verpasse. Was? Ein Maskenball im Hause Boyle? Heute Abend? Das passt hervorragend, Corvo. Aber die Boys sind reich und skrupellos. Ihr Haus wird gut bewacht sein. Natürlich haben sie schon eine Maske. Nicht wahr, Corvo? Er hat recht. Sie könnten sich unter sie mischen, wenn sie einmal drin sind. Sie müssen herausfinden, welche der Boyle-Damen gemeinsame Sache mit dem Lordregenten macht. Töten Sie sie. Wir sind fast am Ziel. Wenn Sie das heute schaffen, können wir den Lordregenten besiegen und Emily einsetzen. Das Schicksal sei mit Ihnen. Na, guck mal, das klingt doch schon mal perfekt. Wie ich höre, sind Sie zur Feier der Boyles unterwegs. Ich habe nur eine kleine Bitte an Sie. Geben Sie bitte Lord Shaw diese Nachricht. Sie erkennen ihn, ein eher grober Mann in einer Wolfsmaske. Und er sucht wohl nach mir. Okay. Dann schauen wir noch mal, was das wird. Ah, Emily ist auch da. Sie mal in der Seeschlacht? Aber natürlich. Haben Sie Piraten gesehen? Welche versenkt? Selbstverständlich. Dutzende, oh ja. Aber das ist nichts für junge Mädchen. Aber ich werde Kaiserin werden, oder? Dann muss ich selbst viele feindliche Schiffe versenken. Das machen Kaiserinnen doch, oder? Gewiss. Ich wusste es. Ich habe gelesen, dass Piraten Hexen an Bord haben, die Stürme beschwören und Wale befehligen können. Stimmt das? Ja. Nun, größtenteils. Lassen wir das jetzt. Na gut. Ja, ich glaube, dann haben wir hier soweit alles. Geben wir uns doch mal nach vorne.
Der Maskenball der Boyles, wie? Eine spaßige Sache, aber nicht für jeden. Bereit? Ja, bringen Sie mich zum Boyle-Anwesen, Samuel. Lordregent legt sich für die Boyles ins Zeug. Dachte nicht, dass hier heute Tallboys patrouillieren. Pass auf, Corvo. Die verstehen keinen Spaß. Die gute Nachricht, wenn sie es auf die Feier geschafft haben, werden sie dank ihrer Maske gar nicht auffallen. Genießt den Abend mit Menschen von wahrem Format. Besser ihr als ich. Und schauen wir mal, ich glaube, wir sollten ins Wasser. Träumen Sie die Straßen. Dieses Gebiet steht auf Wunsch der örtlichen Hauseigentümer. So, mal gucken, wo das hier hinführen mag. Ich denke, hier kommen wir auf jeden Fall dann besser voran, als wenn wir da die Tallboys gehen. Wieso krieg ich die? Okay, auf einmal macht ihr richtig Schaden. Ach, der knabbert immer nur so ein bisschen. Ich hatte ein Schicksal ereilt. Das ist nicht so schön. Ich würde mich einmal. Ach, guck, jetzt haben wir nur eine Rune. Gucken, ob hier irgendwas großartig ist. Da haben wir ein Knochenartefakt. So, das mit dem Teleportieren geht ja ganz gut. Eine Rune. Gut, insgesamt nur 3. Das ist ja ganz angenehm. So, gönnen wir uns noch mal ein wenig Mana. Hier ist es ja noch angenehm dunkel im Moment. Das ist ja ganz schön. Sollte an jenem Abend im Garten singen, aber sie verlor gleich zu Beginn ihre Stimme. Ist das ein Verbrechen? Warte doch. Ein paar Aufseher gingen vorbei und hatten eine ihrer... Na, du weißt schon. Eine ihrer Spieluhren. Sie hörte also mit dem Singen auf, als sie vorüberging. Und sie dachten, sie wäre eine Hexe. Du hättest es sehen sollen. Sie sind mitten durch die Rosen, haben sie niedergeworfen und dann zum Orden geschleift. Und sie sagen, wir wären dumm. Wir brauchten einen vom Regenten beglaubigten Schrieb, um sie frei zu bekommen. Aber seitdem ist sie nicht mehr die gleiche. Wundert mich nicht. Hab da so Geschichten gehört. Sie will nicht darüber reden. Eines Tages werde ich einen dieser Fanatiker auseinandernehmen. Und ich gebe dir Rückendeckung. Bald hier da unten wieder weg. Hier haben wir noch einen Runen- und Knochenartefakt. Können wir da hinten hochklettern? So.
Okay. Oh ja, das sieht, glaube ich, ganz gut aus. Müssen wir halt nur gucken, dass wir da ungesehen hinkommen. Sie sollte an jenem Abend im Garten singen, aber sie verlor gleich zu Beginn ihre Stimme. Ist das ein Verbrechen? Warte doch. Ein paar Aufseher gingen vorbei und hatten eine ihrer... Na, du weißt schon. Eine ihrer... Du erkennst mich halt dann jedes Mal. Ja, ich muss mal gucken. Ich würde gerne da hoch, allerdings seht ihr da zu viel. Ja, das vielleicht auch. Gleich zu Beginn ihre Stimme. Ist das ein Verbrechen? Warte doch. Ein paar Aufseher gingen vorbei und hatten einen... Ja, ja. Irgendjemand... Wachen, zu mir! Was habt ihr eigentlich jetzt gerade für Probleme? Habe ich ja nichts mit zu tun. Aufpassen, ein Herumtreiber. So, dann schaffen wir es jetzt mal hier hoch. Hallöchen. Ohne Knochenartefakt hier hinten irgendwo. Der Bezirk der Anwesen. Auszug aus einem historischen Überblick des Bezirks der Anwesen. Der Bezirk der Anwesen beherbergt einige der mächtigsten Familien ganz Dunwall und ist seit Generationen eines der Kronjuwelen der Stadt. In keinem Bezirk gibt es feinere Restaurants oder mehr kulturelle Veranstaltungen. Keine Familien sorgen für mehr Bewunderung oder Tratsch als die Lords und Ladies des Bezirks der Anwesen. Der verstorbene Lord Boyle und seine liebreizende Frau sind vielleicht das beste Beispiel für diese privilegierte Bürgerklasse. Ihr jährlicher Kostümball ist Gesprächsthema Nummer 1 der High Society. Wenn die eine oder andere Familie nicht auf die Guestliste steht, sorgt das für Unruhen in ganz Dunwall. Aber die Boyles leben nicht nur für den Genuss. Mehrere Male haben sie großzügigerweise arme Arbeiter aus den anderen Bezirken der Stadt ein, zwei Wochen lang für Garten- und Hausarbeiten angestellt. Und zu denen, die es am nötigsten haben, lebenswichtige Arbeit verschafft. Voll von Geschichten sah der Bezirk der Anwesen auch manchmal Kummer, wenn ein Vermögen gewonnen und wieder zerronnen wurde und wieder zerronnen. Nehmen wir den großen Lord Preston Moray und seine exzentrische Frau Vera. Einst der Stolz der Stadt, dann wurden sie von einer Tragödie heimgesucht und verloren alles. Von Kanälen durchzogen und mit großen Häusern geschmückt. Die langjährige Steuervergünstigung genießen, ist der Bezirk der Anwesen ein Ort, nach dem wir alle streben sollten. Ein paar Federn. Aber das war's dann scheinbar hier. Okay, ich hatte mit ein bisschen mehr gerechnet. Schade. Ist hier noch was Interessantes? Nö, ist einfach nur ein Balkon, der aber auch zu ist.
Das scheint halt hier auch so mehr oder weniger auf der... Na gut, wahrscheinlich müssen wir da irgendwo rein. Mal schauen. Au. Geh halt raus, wird erschossen, ist ja auch in Ordnung. Wir müssen aber, glaube ich, echt noch eins weiter, oder? Andererseits kommen wir jetzt hier doch hier hoch. Jetzt sind wir doch auf dem richtigen Weg. Lebt hier nicht mehr. Du kannst da mal weg. Krass schon, wieso kann ich die Leute jetzt hier nicht mehr ausschalten? Tagebuch der Lumpengräfin. Man kann ihm nicht trauen. Man kann nicht lieben, wenn man ihm nicht vertraut. Das ist das Lied, das die Vögelchen singen, wenn es kalt wird und das schlechte Wetter sie aus ihren niedlichen, selbstgebauten Häusern vertreibt. Niedliche Häuser. Ruiniert. Nutzlos. Deswegen hassen die Vögelchen das Wetter, das sie betrogen hat. Sie ziehen los, um nach neuen Häusern zu suchen, die nicht zu kalt und düster sind. Ich ziehe auch los. Meine Reisetasche ist gepackt. So düster, wohin man nur schaut. Ich kann es nicht mehr ertragen. So, dann bedienen wir uns doch mal. Hey! Was bist du denn auf einmal hier? Okay, die ist jetzt tot. Wir gehen ja auch gleich drauf. Okay. Interessant. Also es scheint es hier ein Haus voller Weiner zu sein. Da soll ich dann mal gucken, ob ich hier vielleicht vorher aufräume. Andererseits, wo kommt ihr denn her? Na gut, hier geht's noch hoch. Zu wissen. Dann kannst du jetzt erstmal weg. Das hatten wir schon. Drury. Ah, und jetzt kommt ihr, okay. Wieso fällst du jetzt dahin?
Ja, das ist echt ungünstig. Ihr müsst ein wenig alleiniger sein. Stimmt, sag mal, wie viel haben wir denn? Okay. Das dauert noch ein bisschen. Allerdings haben wir auch noch ein paar von den Betäubungsbolzen. So, das sollte jetzt hier klappen. Dann kannst du nämlich jetzt noch weg. Wenn du gleich runterkommst, können wir dich noch erledigen. So viel gibt es hier auch gar nicht zu holen, sehe ich gerade. Insgesamt halt drei. Na du? Wartet da schon jemand? Also drei Runen, zwei Knochenartefakte. Waren sie am Anfang etwas spendabler. Davon hast du also geträumt? All die Monate im Gefängnis von Coldridge, während du auf den Henker gewartet hast? Reichtum, schöne Frauen in der neuesten Mode, Gelächter und tivianischer Wein und dann die Gastgeberin Lady Boyle. Ich sehe all ihre Tage und weiß, entweder stirbt sie heute durch deine Hand oder sie verbringt Tage, Monate und Jahre fernab. Während ihre feine Kleidung zu Lumpen zerfällt und ihr seidiges Haar stumpf und grau wird. Die halbe Stadt sieht den Lichtschein der Feier und träumt von ihren Köstlichkeiten. Wirst du das alles zerstören? So oder so, es wird Lady Boyles letzte Feier. Ja, ich gebe auf jeden Fall Mühe. So, und ich glaube, ein Artefakt gibt es noch da hinten, genau. Dann schauen wir doch mal, ob das klappt. So, da war jetzt die Feier. Das sind Weine, oder? Jupp, ich glaube, die werden gleich mal weggeballert. Jawohl. Direkt hinten dran kommt noch ein Wachmann. Komme ich denn? Ich könnte theoretisch auf die Brücke.
Daher dann irgendwie hoch. Ups, einmal in Deckung bitte. Ja, zumindest hier fühle ich mich dann an oder einigermaßen sicher. Na gut, und bei der City Watch, ja, machen wir doch natürlich. Das geht doch wunderbar. Ich fürchte, ich muss tatsächlich vorne rum. Herr Tallboy. Na gut, ich denke, hier geht's rein. Ah. Sehr schön. Sir, hier ist richtig viel los. So, ich hoffe, die anderen kommen jetzt nicht hoch. Aber ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg hier. Okay, hier scheint erstmal Ruhe zu sein. Ja, ich glaube, wir sind einigermaßen sicher. Cool. So, ja, damit. Nervtötendes Ziel. Ja, doch. Trinke etwas mehr Gesundheit, das ist in Ordnung. Ich glaube, dann klauen wir uns hier noch jede Menge Walöl. Also, das da kommt doch gerade sehr gelegen. Mampf. Komm, lassen wir mal auf. So, dann finden wir mal noch, oder müssen wir mal noch hinaus herausfinden, was das für ein Kostüm ist. Okay, dummerweise komme ich hier erstmal nicht raus. Ah, nehmen wir mal den Schlüssel hier. Na dann. Hallo, mein lieber Kupferdraht. So, dann gucken wir, ob wir hier untertauchen können. Hallo, die Balls wünschen Ihnen einen wunderschönen Abend.
Erlauben Sie. Dankeschön. Ja, dann würde ich doch mal sagen, einmal ins Foyer. Bitte. Vorsicht, wir wollten mal oben nachschauen, doch die Wache ist ein Spielverderber. Ich hätte ihm Manieren beibringen sollen. Diese Feier ist ein Witz. Er macht sicher nur seinen Job. Auf ein Fest wie dieses kann sich jeder einschleichen. Die Lage ist schlecht. Entschuldigung, mein Cousin ist ein Marquis. In der Tat, das glaube ich. Ich meinte doch nicht Sie. Aber die Leute sind verzweifelt. Und die Boyles schwimmen derzeit im Geld. Unsinn. Waverly bezahlt bloß einige Offiziere der Wache, um die Leute zu beeindrucken. Wird ihre Besessenheit mit diesen Boyle-Frauen jemals enden? Beeindruckende Maske. Stehen Sie auf der Gästeliste? Was würden Sie wünschen, Sir? Ja, bitte. Was darf ich Ihnen bringen? Versuchen Sie Miss White mit der Mottenmaske. Ich höre, sie ist einsam. Gestatten, Jane Blair. Ich bin zum ersten Mal hier. Wissen Sie, dass Lord Shaw im Garten auf Pendleton wartet? Der Mann macht mir Angst. Waffe weg und verzieh dich, bevor ich dich töten lasse. Ja, wenn ich wüsste, wie. So, Steuerung. Locken würgen. Steht hier nirgendwo. Willkommen auf meiner Feier. Sie hatten noch nicht das Vergnügen. Aha, da haben wir dich schon mal. Sie stinken wie die Gosse. In den Slums unterwegs gewesen, was? Schad ja nix. Hallo, ich heiße Ella. Mögen Sie die Feier genießen? Lord Shaw wartet immer noch draußen im Garten, aber ich vermute, Pendleton lässt sich nicht blicken. Hat nicht mal halb so viel Mumm wie seine Brüder. Stimmt, das müssen wir auch noch machen. Willkommen im Haus Boyle. Ist alles in Ordnung? Mhm. Passt schon, passt schon. Sie? Ein Gentleman? Sie sollten wirklich... Greifen Sie zu. Ich nehme, was ich tragen kann. Die werden nichts vermissen. Wer hat Sie eingeladen? Sie kommen mir nicht bekannt vor. Und dabei kenne ich jeden. Was für eine sündig schöne Maske. Was für eine skandalöse Maske. Aber ich mag Männer mit schlechtem Geschmack. Würden Sie mir einen Drink holen? Das wäre sehr freundlich. Mhm. Amüsieren Sie sich? Jetzt hat ihr ein paar Hinweise für uns. Guten Tag, Sir. Was die meisten Leute vergessen, die Ratten erschienen ein halbes Jahr vor dem Tod der Kaiserin. Wie auch die Seuche. Sind Sie sicher? Ich erinnere mich anders. Wenn es etwas verursacht hat, dann nicht der Tod der Kaiserin. Ja, das wollen Sie nur glauben machen. Passen Sie auf, was Sie sagen. Ich sage nichts gegen den Lordregenten. Der Einzige, der die Stadt zusammenhält. Er wird uns zu neuer Blüte führen. Manche jedenfalls. Die Boyles ganz bestimmt. Ja nun, die hatten einfach Glück, dass auf ihrem Grund und Boden die Kristalle gefunden wurden, die wir für die Rattenlampen brauchen. Und die werden wir nicht los. Rattenlampen und Walöl. Das ist jetzt alles, wofür wir leben. Wir haben den Nutzen der Wale entdeckt und darauf ein Imperium errichtet. Das ist Willkommen der Beginn eines goldenen Zeitalters. Wussten Sie, dass unter der Stadt die Ruinen einer anderen Stadt gefunden wurden? Älter als die Aufseher, älter als alles. Viel Spaß, meine Wir glauben wohl auch an ein goldenes Zeitalter. Sie brauchen noch einen Drink, mein Freund. Welches Unheil haben Sie im Sinn?
Ja, aber die haben wir schon ganz schön aufgetischt hier. Ist alles in Ordnung? Lord, haben wir Sie jetzt eingetroffen? Wunderbar. Gut, da wäre Lord Sean. Dass du gestern Nacht dein eigenes Kommando bekommst? Ja, natürlich. Ist alles in Ordnung? Alles, was Sie sich nur wünschen konnten. Kein Zutritt für Gäste. Okay. Ah ja. Da haben wir noch einen Drink für Miss White. Mal gucken, was die dann für uns bereithält. Unterhalten Sie mich. Vielen Dank. Wie kann ich mich erkenntlich zeigen? Spielen Sie Lady Boyles Ratespiel? Ich weiß genau, dass Waverly heute schwarz trägt. Trauert um ihren Ruf, nehme ich an. Außerdem trägt Lydia Weiß. Von schlechtem Geschmack. Danke. Hoffentlich benehmen sie sich. Ah, dann haben wir noch einmal rot. Ich hoffe, dass sie auf der Gästeliste stehen, Sir. So, Lady Boyle trägt weiß. Waverly Boyle. Lydia am Schwarz, okay. Interessant. Doch direkt mal weiter. Allerdings geben wir, glaube ich, jetzt mal die Notiz ab. Noch können wir uns ja hier frei bewegen. Wie lange das noch so bleibt. So, ah ja, da ist er. Der Herr Shaw. Ja. Das ist eine Notiz von Lord Trevor. Pendleton? Was hat er mir zu sagen? Pendleton ist ein feiger, lügender Drecksack. Ich hoffe, er bezahlt sie gut. Es ist verdammt kalt heute Abend. Beeilung. Schauen wir, was Sie können. Hiermit sei kundgetan, dass Lord Pendletons Vertreter eine Pistole benutzt. Wir können fortfahren. Oh, müssen wir es simulieren. Ich will hier eigentlich keinen umbringen. Na, mal gucken, was es wird. Wir werden heute Zeuge eines Ehrenduells. Dieser anonyme Ehrenmann tritt stellvertretend für den Herausforderer Lord Trevor Pendleton gegen den herausgeforderten Lord Shaw an. Beide werden sich umdrehen, zu den markierten Positionen gehen und sich so lange nicht ansehen, bis ich bis drei gezählt habe. Danach drehen sie sich um und schießen. Ich töte diesen Narren und dann können wir alle wieder reingehen. Verzeihen, Lord. Wir fahren fort. Halt! Bleiben Sie da stehen. 3, 2, 1. Tja. Und das ist noch ein toter Gast. Was machen wir jetzt? Es ist doch gut, dass wir gefragt sind. Ich hörte, dass die Estermonts sehr gut zahlen. Fragen wir. Ja, ich weiß nicht. Warte vielleicht mal. Vielleicht finden wir ja irgendwo etwas Brandy. Die Boyles können alleine aufräumen. Okay, du bist bewusstlos. Gut. Naja, so geht's halt auch. Die Lage ist schlecht. Könnte es um die Stadt noch schlechter stehen? In der Tat, das glaube ich. So, hier draußen ist schon mal nichts. Es ist ja, glaube ich, eh nur noch eine Rune, die fehlt. Und eventuell noch irgend so ein Gemälde.
Hier ist eine Runde. Okay. Dann müssen wir halt da runter. Wie gut geht das denn? Also wirklich abgesperrt ist hier ja nicht. Schalter erforderlich. Nehmen wir den mal. Ein bisschen rumgeratte. Okay. Wir brauchen noch einen Schlüssel zum Tresor. Gut. Schauen wir, wo den herkriegen. Ich glaube, das können wir dann lassen. Oh, gruselige Maske. Na, passt schon, danke. Ihn bringen. Willkommen im Haus Boyle. Mhm. Dankeschön, Dankeschön. Ich hätte wahrlich eine Einladung zum Sitz der Boyles bekommen sollen. Zweifelsohne. Du führst bestimmt nichts Gutes im Schilde. Versuchen Sie zu erraten, wer wer ist? Ich hatte überlegt, mich nach oben zu schleichen und nach Hinweisen zu suchen. Wäre das Mogeln? Was soll das denn? Sie, Sir, mit der Tätowierung auf der Hand. Waffen weg. Wie denn? Was bekommst du es mit der Waffe zu tun? Wie soll ich die denn wegstecken? Ich habe da keine Taste für. Treten Sie zurück, Sir. Wir wurden einander wohl noch nicht vorstellen. Was immer Sie wünschen, Sir. F gedrückt halten. Ah, okay. Danke. Vorsichtig, Sir. Sie wollen doch keinen Ärger machen. Zack. Einmal geklaut. Die Mottenfrau wieder? Ich finde sie interessant. Ich mag das Zeichen auf ihrem Handrücken. Dann lache ich über ihre Maske. Die Gesellschaft ist nicht mehr, was sie meinen. Ich glaube, da haben wir jetzt mit allen geredet, oder? Lassen Sie mich in Ruhe. Ich überwache den Gang. Guten Tag, Sir. Beim Outsider. Wir sollten wieder ein Gartenfest veranstalten, wie im letzten Jahr, kurz vor dem Tod der Kaiserin. Ich weiß, warum ihr heute hier seid. Wir müssen reden. Privat. Ah. Ich bin ein Freund von Pendleton und habe für eure Sache schon einiges getan. Ich kenne ihr heutiges Ziel. Es ist, wie soll ich sagen, die Frau, die ich liebe. Sollten Sie sie unversehrt zu mir bringen, werden Sie nie wieder von ihr hören. Das schwöre ich. Unter der Küche befindet sich ein Keller. Dort warte ich auf Sie. Ich bin nicht stolz darauf, aber es ist besser, als sie tot zu sehen. Ihr Name ist Lydia. Ich werde ihr nichts antun, Ehrenwort. Ich habe meine Prinzipien. Bringt sie einfach zum Keller und ich werde auf sie aufpassen. Für immer. Okay, dann müssen wir gucken, was wir die irgendwo nochmal holen können. Sehr schön. Sie sollten das als eine Gelegenheit sehen. Wozu? Ein Händler zu werden? Der Stadtwache beizutreten? Ihr Haus hat in Krisen ein Vermögen erwirtschaftet. Das können Sie wiederholen. Eigentum ist heute wertlos. Meine Häuser sind voller Leichen und Raben. Wo ist da der Wohlstand? Wenn Sie verlieren wollen, nur zu. Lassen Sie Ihre Familie verhungern. Verkaufen Sie Ihre Frau an ein Bordell.
Ich kann bestimmt einen guten Preis für sie erzielen. Sie dreckiges Schwein. Das ist der barnsche Kampfgeist. Die Dinge ändern sich zu schnell, um ihn jetzt schon aufzugeben. Erst die hässliche Geschichte mit der Kaiserin, nun der Oberaufseher. Das Parlament zerfällt. Die ganze Stadt gerät aus den Fugen. Wenn wir nur einen Krieg beginnen könnten. Na also, wobei ich derzeit nicht weiß, wen wir schlagen können. Verstehen Sie denn nicht? Wir müssen ihn gar nicht gewinnen, nur verlieren. Dann wird alles neu bewertet und die Sieger müssen sich um die Probleme kümmern. Interessant. Ich werde den Lord Regenten gleich morgen früh über Ihre Ideen informieren. Sie meinen doch nicht... Nehmen Sie doch, Sie Byron. Im Gefängnis und Coleridge werden keine Cocktails gereicht. Ich habe doch nur laut nachgedacht. So wie ich, Byron. Nun trinken Sie aus. Bring dem Dummkopf bei, mich beim Kartenspiel zu schlagen. Sagen Sie mir, wissen Sie noch mehr? Könnten Sie uns bitte in Ruhe lassen? Eine Schwester trägt rot, eine weiß, eine schwarz. Ich passe. Meine Frau meint, wir sollten uns nach oben schleichen, um nach Hinweisen zu suchen. Aber mir gefallen die Wachen dort nicht. Kriegen wir schon hin. Ich bin nicht zum Reden hier. Der hungrige Kosmos. Auszug ist ein Werk über die Bewegung der Sphären, verfasst von Anton Sokolov. Wenn einmal der Schleier gelüftet wird, erkennt jeder ganz ohne Zweifel, dass wir auf einer Welt leben, die durch ein Meer des heulenden Chaos driftet. Ein furchtbarer Mahlstrom, in dem sich alle Himmelskörper um einen alles verzehrenden Kern drehen. Auch wenn es viele tausende Lebzeiten dauern könnte, werden alle Himmelskörper eines Tages von diesen hungrigen Nichts erfasst und ihre Existenz für immer beendet. Obwohl sie von Wirbeln im Himmelsgewölbe bewegt werden, sind Sterne doch Wegweiser in der sonst so gefährlichen Schwärze. Unsere eigene Sonne hält ihre Planeten auf ihrem Weg ins unerbittliche Vergessen fest und wird uns bis zum letzten Moment Wärme und Leben spenden. Wie schön. Nicht so ernst. Guten Abend. So, da wäre also Lady Boyle. Haben Sie von Mrs. Brinsley gehört? Das werden Sie nicht glauben. Was ist denn jetzt? Sie ließ einen Diener in die Straße. Sie da! Aufhören! Was bringt doch Geld? Sie würde sich nur für ihre eigene Familie interessieren. Ich glaube, sie hat schon lange keine Familie mehr. Was hat das zu bedeuten? Und warum wissen Sie davon? Meine Diener haben es von ihren Dienern. Vermutlich sexuelle Gefälligkeiten oder noch Schlimmeres. Ich hörte, sie habe im Blut ihres eigenen Neffen dreistbehalte Flaschen mit. Lächerlich. Was für eine Hautpflege soll das sein? Das ist ein Ritual für den Outsider. Wenn du deine Zähne behalten willst. Ja, es bringt doch Geld. Okay. Irgendwann ist es dann doch zu viel. Sie sollten das als eine Gelegenheit sehen. Wozu? Ein Händler zu werden? Der Stadtwacht. Moment. Ich brauche eine Zigarre. Namen, Sir. Sie wissen noch, wer ist, oder? Wir haben die irgendwie einen Zettel gekriegt vorher. Haben Sie von Mrs. Brinsley gehört? Das werden Sie nicht glauben. Vorsicht! Die Lichtwand ist ein Geschenk des Lord Regenten. Sie soll seine guten Freunde schützen. Ich bezweifle, dass Sie dazugehören. Heißt? Ich vermisse die Kaiserin noch immer. Wir waren so. Wenn Sie verlieren wollen, nur zu. Lassen Sie Ihre Familie verhungern. Verkaufen Sie Ihre. Wie bitte?